Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. In der Hoffnung, dass das Brechen der dritten Welle nun bald auch wieder mehr Öffnungen zulassen kann, schauen wir in drei Beiträgen in je einem Geschäft vorbei, um zu fragen, welche Auswirkungen die letzte Zeit individuell hatte und hat. Beginnen wollen wir in der Hansestadt Wismar. Am Wismarer Hafen gelegen, lädt das Eiscafé Il Bassetto in normalen Zeiten zu einem fruchtigen Eisbecher, einem Espresso oder Cappuccino und sogar zu einem reichhaltigen Frühstück ein. Doch aktuell ist das Il Bassetto aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Lediglich Kaffee to go und Eis auf die Hand darf angeboten werden. Die Krise hat das Unternehmen wirtschaftlich stark mitgenommen. Jetzt mittlerweile sind schon 6 Monate, wo wir dann auch nichts tun und natürlich kommt kein Geld rein, nur Ausgabe jetzt im Moment. Zum Glück zumindest die Mitarbeiter, die werden jetzt auch unterstützt. Ne? Wir müssen als Arbeitgeber im Voraus Kasse die Löhne bezahlen, ne? Auch wenn es nur 60-67% sind. Vom Staat hat Paolo Volpe Überbrückungshilfen, so wie viele Unternehmen, erhalten. Sie halfen während des ersten Lockdowns. Allerdings muss er einen Teil dieser Hilfen jetzt zurückzahlen. Von der Politik hätte sich der Unternehmer klare Perspektiven gewünscht. Ich wünsche mir denn auf jeden Fall, dass auch von der Politik alles so ein bisschen mehr transparent auch gezeigt wird. Ne? Weil von einer Seite, ich sage auch immer, so wie den 7 Musketieren, eine für alle und alle für eine. Ne? Und wenn man sich auch gegenseitig sich hilft, ne? Dann kann man genau was erreichen. Il Bassetto gehört zwar zu den Verlierern der Corona-Pandemie und schreibt im Moment rote Zahlen. Aufgeben kommt für den gebürtigen Sizilianer jedoch nicht in Frage. Paolo Volpe hofft auf einen wirtschaftlich erfolgreichen Sommer. Und sobald es warm wird, das weiß Paolo, läuft zumindest der Eiscreme-Absatz wieder auf Hochtouren. Die Kaffeeinhaberin in unserem nächsten Beitrag nutzte die Zeit der Schließung und entwickelte sozusagen aus den Genen ihres Kaffees eine ergänzende Geschäftsidee mitten in der Krise. Für Liebhaber von Regionalität und nachhaltigen Lebensmitteln gibt es in der Schillstraße 18 in Stralsund einen neuen Anlaufpunkt. Am 14. April eröffneten hier Stefanie Walter und ihr Cousin Sebastian Ärmel den neuen Regionalprodukteladen Nordtisch. Vor etwa 3 Jahren gründeten die beiden das Café Südwest in der Bahnstraße. Eines ihrer wichtigsten Anliegen ist es seither, ihr dortiges Angebot fast ausschließlich mit Erzeugnissen aus der näheren Umgebung zu bereichern. Und wir haben einfach gemerkt, dass eine unheimlich große Nachfrage von unseren Gästen da war, diese Produkte halt auch zu kaufen, zu verschenken, selber am Wochenende zuzubereiten. Und von daher haben wir diese Idee schon immer gehabt, dass wir unsere Produkte auch gerne verkaufen wollen würden. Auch wenn es für einen Regionalprodukteladen erstmal paradox klingt. Regional bezieht sich hier nicht ausschließlich auf Erzeugnisse aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch aus anderen Bundesländern finden bestimmte Waren ihren Platz im Regal. Schließlich gibt es auch in anderen Gegenden der Republik tolle regionale Produkte. Wir stehen schon dafür, dass wir ganz spezielle Produkte haben möchten, die Produzenten dahinter kennenlernen und auch wissen, dass sie mit ganz viel Herzblut, genauso wie wir, an ihrem eigenen Produkt arbeiten und auch wissen, wo ihre Erzeugnisse herkommen, die sie eben verwenden für ihre Produkte. Unsere Produkte, die wir hier verkaufen, kommen tatsächlich zum Großteil einfach aus MV. Das ist auch der Nachhaltigkeit einfach geschuldet und der Nähe, die wir dann zum Produkt haben können, weil wir selber zu unseren meisten Produzenten einfach fahren und uns die Produkte auch abholen. Das Angebot auf den wenigen Quadratmetern ist beeindruckend und lädt zum ausgiebigen Stöbern ein. Saisonal soll demnächst auch zusätzlich frisches Gemüse mit ins Sortiment aufgenommen werden. Frische Molkereiprodukte gibt es schon jetzt. Nur 3 Monate hat es gedauert, das kleine Geschäft in der Schillstraße aus der Taufe zu heben. Während im Café Südwest der Betrieb im vergangenen halben Jahr Corona-bedingt auf Liefer- und Abholdienste reduziert werden musste, hatte die Pandemie nebenbei aber auch einen ungeahnt positiven Effekt. Und Corona spielte dabei eigentlich eher eine Nebensache. Der einzige Grund, wo Corona vielleicht mit ins Spiel kommt, war, dass ich Zeit hatte. Also man hatte einfach Zeit, seine Ideen auch so ein bisschen zu entfalten. Sonst wäre man vielleicht nie darüber gestolpert, über den Laden. Oder vielleicht wäre das halt einfach so nicht entstanden. Aber tatsächlich, wenn man so eine Idee hat und so eine Chance, dann sollte man die auch einfach nutzen.
Außer dienstags ist Nordtisch täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Wer Regionalität unterstützen möchte, ist hier genau richtig. In unserem letzten Beitrag in diesem Magazin wollen wir nun in einen ganz anderen Bereich schwenken. In Neubrandenburg besuchen wir das Fahrradhaus Wendt und schauen mit dessen Inhaber auf diese besondere, aber in diesem Falle nicht unbedingt negative Zeit unter Corona. Das Jahr 2020 für Heiko Wendt ein arbeitsreiches. Dabei ahnte der Inhaber des Fahrradhaus Wendt im Frühjahr vergangenen Jahres noch nicht, was da auf ihn zurollte. Die Läden wurden geschlossen. Wir wussten erstmal nicht weiter. Wir haben dann aber gesagt, als Unternehmen, den März 2020 ziehen wir mit unseren Mitarbeitern noch durch, wollten dann ab 1. April Kurzarbeit machen. Und das hat bei uns sage und schreibe 3 Tage gehalten. Und dann habe ich alle wieder aus der Kurzarbeit zurückgeholt und dann ging es los. Fahrradreparatur, Verkauf. 40% Umsatzsteigerung hatte das Fahrradhaus Wendt im vergangenen Jahr zu verbuchen. Viel Freizeit, wenig Möglichkeiten, sie auszuleben. So mancher entschied sich im ersten Lockdown für die Anschaffung eines neuen Fahrrads. Und auch jetzt steigen mit den Temperaturen wieder die Verkaufszahlen. Weiterhin beliebt das E-Bike. Gerade bei den batteriebetriebenen Rädern ist eine regelmäßige Wartung wichtig. Hinzu kommen diverse Reparaturaufträge für herkömmliche Zweiräder. Aktuell beträgt die Wartezeit für einen Reparaturtermin 2 Wochen. Nicht nur der Service kommt kaum gegen die boomende Nachfrage an, auch der Verkauf bereitet Kopfzerbrechen. 400 Fahrräder sind im Fahrradhaus vorrätig, doch es sollten viel mehr sein. Circa 250 befinden sich in den Warteschleifen der Lieferketten, Kundenbestellungen nicht mit eingerechnet. Eine Entwicklung, die sich zu verschärfen droht. Momentan ist es so, dass wir noch ganz viele Fahrräder haben. Wir kriegen auch noch welche. Ich sehe für die Zukunft das ein bisschen skeptisch. Die Fahrradbranche ist so, dass wir bald kaum noch Fahrräder ordern können, bestellen können, da Zulieferer fehlen, also Zuliefererteile fehlen. Und naja, wir sind gespannt, wie es wird. Aktuell werden fast sämtliche Fahrradkomponenten, auch die der deutschen Hersteller, in Fernost produziert. Pandemiebedingte Produktionsstopps, Einschränkungen im Frachtverkehr, eine unerwartete hohe Nachfrage – all dies führte unweigerlich zu Lieferengpässen. Wer derzeit auf ein neues Rad setzt, muss sich also in Geduld üben und etwas tiefer in die Tasche greifen. Kostensteigerungen im Überseehandel haben in Verbindung mit Angebot und Nachfrage die Preise im Schnitt um 100 Euro steigen lassen. Das waren sie wieder, 3 Beiträge aus Mecklenburg-Vorpommerns Geschäfts- und Unternehmenswelt unter den Bedingungen der Corona-Krise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.